Luna in der Prinzessinnenschule von Carla Sommer. Das Königshaus Donnerstein regierte schon seit vielen hundert Jahren ein kleines, abgeschiedenes Reich zwischen hohen Bergen und einem großen See. Seit Generationen lenkte die Familie die Geschicke des Landes so gut, dass das Land beträchtlichen Wohlstand hervorgebracht und kein Untertan je Grund zur Klage hatte. Die Königsfamilie war daher beim Volk sehr beliebt und hochgeachtet. Noch nie hat ein fremder König versucht, Krieg gegen das Haus Donnerstein zu führen, denn die hohen Berge schützten das Reich vor Feinden. Leider kamen aber auch selten Besucher. Sie scheuten die unbequeme Anreise. Doch der Familie Donnerstein machte das nicht viel aus. Sie legten ohnehin nicht viel Wert auf Prunk und Pracht. Denn sie liebten das einfache Leben und waren sehr glücklich in ihrer Abgeschiedenheit. Doch eines Tages sagte die Königin zum König: Weißt du, lieber König, ich möchte, dass unsere Tochter Luna auf die Prinzessinnenschule geht. Sie soll einmal die weite Welt sehen, und deshalb ist es notwendig, dass sie weiß, wie sich eine richtige Prinzessin benimmt. So kam es, dass Prinzessin Luna die Reise zur Prinzessinnenschule antrat. Als sie dort ankam, freute sie sich sehr. Denn mit ihr begannen etwa 3 Dutzend weitere Prinzessinnen aus aller Welt das Schuljahr. Hier würde sie bestimmt viele neue Freundinnen finden und Spaß haben. Doch schon nach der ersten Schulstunde sehnte sie sich nach Hause zurück, denn auf einem Stundenplan standen Hofknickse. Zwar hatte Prinzessin Luna auch schon den ein oder anderen Knicks vollführt, doch nun musste sie erstaunt feststellen, wie viel Eleganz ein echter Prinzessinnenhofknicks verlangte. Die Lehrerin, Frau Pompadour, führte ihn der staunenden Klasse vor. Prinzessin Mohini wurde zuerst aufgerufen. Sie beugte würdevoll die Knie, das Kinn hielt sie stolz in die Höhe gereckt. Wie wundervoll das aussieht, dachte Prinzessin Luna ergriffen. Doch Frau Pompadour war nicht zufrieden. Die Hände, Kindchen, was machst du mit deinen Händen? Rief sie mit erhobener Stimme. Du hältst sie ja wie ein Gorilla. Nach und nach wurde jede Prinzessin aufgerufen. Jede machte einen eleganten Knicks. Doch Frau Pompadour hatte immer etwas auszusetzen. Als sie Luna aufrief, Low power, war die please Prinzessin so charge. aufgeregt, dass sie beim Low Hofknicks power, beinahe please umgefallen wäre. charge. Low Frau power, Pompadour please charge. verzog das Low Gesicht. power, please charge. Schrecklich, Low sagte power, sie, please charge. hoffnungslos, Low power, please schrecklich. charge. Aber woher sollte Luna den vollendeten Hofknicks auch können? Daheim hielt man nicht viel auf Förmlichkeiten. Genauso verhielt es sich mit der Stickerei, dem Gesang und dem Tanz. Low Ja, power, man hatte zu please Hause charge. natürlich auch getanzt und gesungen, aber fröhlich und zwanglos, nicht so formvollendet und elegant, wie es an den ersten Höfen der Welt offenbar verlangt wurde. Bekümmert musste Luna zusehen, wie die Klassenkameradinnen Gesang, Tanz und Hofknickse Low immer power, please weiter charge. verfeinerten. Allein Luna machte kaum Fortschritte. Ihr fehlte es an Geschicklichkeit, aber auch ein wenig an Fleiß und Willen. Während die anderen Prinzessinnen in jeder freien Minute komplizierte Tanzschritte Low übten und power, ihren please Hofknicks charge. verbesserten, ging Luna häufig im Park der Schule spazieren und dachte traurig an ihre Heimat. Sie sehnte sich zurück nach dem freien und einfachen Leben, das sie dort geführt hatte. Am Ende des Jahres hatte Prinzessin Luna derart schlechte Noten, Low power, dass auf please ihrem charge. Abschlusszeugnis ein beschämendes Mangelhaft prangen würde. Was würden wohl ihre Eltern dazu sagen?
Sie hatten es doch gut mit ihr gemeint, als sie sie auf die Prinzessinnenschule schickten. Am Tag Low der power, letzten please großen charge. Prüfung zog sich die Prinzessin auf den Dachboden der Schule zurück. Sie wollte allein sein. Doch als sie dort traurig saß, hörte sie plötzlich ein Seufzen. Die Prinzessin blickte sich um und entdeckte eine Low power, zerzauste please Fledermaus, charge. Die von der Decke hing. Wieder seufzte die Fledermaus. Dann fragte sie freundlich, was machst du hier oben bei mir, kleine Prinzessin? So ganz allein? Ich wollte in Ruhe nach. Low power, please antwortete charge. Luna, die sich über die sprechende Fledermaus wunderte. Heute Nachmittag ist Prinzessinnenabschlussball. Alle Schülerinnen werden noch einmal geprüft, ob sie als anerkannte und ausgebildete Prinzessin die Schule verlassen dürfen.